ready to go, Alter. Was geht ab? Neues Video. Und zwar Drohnen-Video. Das lang ersehnte Video mit der Drohne, also mit der Mavic 2. Ich habe ja meine Mavic 1 an Mr. Schmiesi verkauft, wie man hier hinten sehen kann. Ich hoffe, man sieht ihn. Endlich auch Drohnenbesitzer. Drohnenbesitzer. Und heute wird er zum zweiten oder dritten Mal fliegen. Und ein Hund kommt. Und ja, er wird es heute mal testen. Am besten sollte man auch immer starten, wo kein Gras oder so, wo die Dinger hier frei beweglich sind. Was ich auch immer gern mache, ist die Propeller hier gleich immer ausfalten. Weil am Anfang hat er ein bisschen Umwucht, bis die sich da austarieren. Deswegen tue ich sie gleich raus. Noch gerade, ne? Ja, ich zeig's doch nur, Junge! Alter! Ready to go, Alter. Zum Ready to go, so Homepoint hat er sich erstmal so mit dem Scheiß jetzt starten, oder? Starte. Was macht er? Ich dachte, wir werden schon weiter drehen. Oh shit. Tja, ich glaube, das war's wohl heute. Drohne ist im Sack. Können wir einpacken. Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist mal wieder ein super Tag. Erstmal, weil ich hier wieder vloggen tue. Und zweitens, ich bin jetzt gerade hier beim Saturn. Weil, das neue Celine Dion Album kommt raus. Und wer kennt sie nicht? Ich muss es sofort holen. Ah, wer liebt sie nicht, die Celine Dion? Warte mal, wer ist denn das da vorne? Ist nicht der Schmiesi? Was geht ab? Mal reinzoomen. Ich glaube, das ist der Schmiesi. Auf jeden Fall. Was macht er denn hier? Ein Karton in der Hand. Hey Schmiesi! Komm mal her! Was geht ab? Geht ab, was machst du hier? Hey, Alter, Musik kaufen. Celine Dion Album? Ja, ja, habe ich auf Tasche, habe ich dabei. Hast du geholt, oder? Aber ja. Was war das für ein Karton? Das war was ganz anderes. Das ist ein weißen, oder? Ist das da cool? Ja, weiß ja. Mavic Pro. Sollen wir mal wieder ein bisschen testen? War ja ein bisschen schade, erster Flug, weißt. Gleich gecrashed. Hatten sie gleich vorne, ich wollte mir eigentlich nur das Album holen, aber sie haben es gleich vorne beim Eingang gesehen. Wir haben gedacht, nehme ich mir nochmal die alte mit. Ja gut, hast du Bock, testen wir gleich. Ja, sollen wir gleich machen, oder? Machen wir, oder? Steig ein. Hol ich mein Album später, erstmal einen Testflug jetzt mit Schmiesi. Jetzt zeig mir mal, wie man das Ding normalerweise fliegen sollte beim ersten Mal, okay? Auf was musst du noch achten? Ja? Ja. Erzähl, auf was musst du achten? Ja, auf nach oben gucken, weißt du? Also der Punkt ist, wie man es nicht machen sollte, wäre einfach hier gleich drauf loszufliegen. Okay. Sondern einfach wirklich mal ein bisschen Gefühl für das Ding bekommen. Das ist der Punkt. So. Okay. Weißt du, wenn du das jetzt so ins Lächerliche ziehst, dann denken die Leute so, das wäre alles nicht geplant gewesen. Also, wie startet man das Ding? Richtig. Jetzt normalerweise richtig erstmal langsam hier Gas geben. Ein bisschen, dass es aussieht wie Slow Motion, ist es aber nicht. Dann würde man einfach mal hier so ein bisschen raus. Und dann hat man das schon ein bisschen. Dann kann man hier schon so ein bisschen zu das Feld. Allein das kommt schon. Das können wir schon gleich so als kleines Intro nehmen. So ein Land vor unserer Zeit, Jurassic Park. Und dann noch so ein bisschen Dinos rein animieren. Laufe ich einfach mal. Mal schauen, wie sie mich trackt. Und wie verfolgt sie? So, jetzt folgt sie mir, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ist ein bisschen blöd in der Sonne. Aber sie folgt mir. Ja, ist ganz gut, die haltet auch einen Abstand immer. Und
funktioniert bis jetzt tadellos. Oder was sagst? Also bis jetzt trackt sie super hier drinnen. Ich denke, das schafft die Mavic 1 auch. Aber natürlich, wenn sie hinten irgendwas hat oder seitlich, wird sie es nicht so gut machen wie die zwei jetzt hier. Sie weicht auch immer aus. Ein bisschen rennen. Gut, es ist jetzt hier nicht so anspruchsvoll, aber trotzdem bleibt sie eigentlich gut im Weg und schweift nicht ab. Und man sieht auch, glaube ich, hier, dass sie immer wieder was im Weg hat. Normal immer auf Flugzeugmodus stellen. Ja, weil du auch gerade mit dem Flugobjekt unterwegs bist. Also. Egal, geht trotzdem, tipp mal, trotz Anruf. Also ich bin begeistert. Wir haben es jetzt noch nicht so extrem getestet hier in die engen Sachen, aber vom Tracken her bin ich jetzt bis jetzt nicht verloren. Auch wenn man näher hingeht, weicht da ein bisschen zurück und lasst das Objekt immer noch im Track-Modus.